Nächster Club also Casino Nürnberg. Als Tänzer ist man allzeit bereit. Keine Sekunde wird verschwendet. Ob in der Arbeit, in der Schule, in der Uni oder im Labor. Wir bringen den Dschungel nach Bremen. Wir sind das Rot-Gold-Casino Nürnberg. Casino Nürnberg, angeführt von Andrea Grabner, der Cheftrainerin, bietet uns ein Dschungelthema, präsentiert von diesem kleinen, was heißt kleinen, Affen, den sie da mit hineinträgt. Inspiriert vom Musical Tarzan, erzählt wird eine Geschichte des Waisenjungen im Dschungel, der von einem Affen aufgezogen wird. Und umgesetzt durch ein Dschungelgrün mit Dschungelblumen bei den Damen und einer entsprechend inszenierten und komponierten Musik dazu. Ergebnissen her betrachtet Nürnberg sowas wie der ewige Vierte bei deutschen Meisterschaften. Viermal ist ihnen das schon so ergangen, dass sie zwar jeweils ins Finale kamen, dort aber immer mit diesem undankbaren Platz vorlieb nehmen mussten. Das soll diesmal wie jedes Mal besser werden. Natürlich hat man als Sportler den Anspruch, weiterzukommen. Messen müssen sie sich beim Kampf ums Treppchen mit Sicherheit mit der Formation, die wir davor sahen, mit den Göttingern. Und mal zum Vergleich, jetzt seit ein paar Sekunden tanzen sie auch. Davor wurde für meinen Geschmack ziemlich viel gegangen. Auseinandergestelltes Bild dauert eine ganze Weile, bis es sich wieder zu einem zusammenfügt. Es ist natürlich dann erheblich leichter in der Ausführung der Choreografie, wenn man nur jeweils zu vier Paaren in einer Ecke miteinander tanzt, als wenn alle acht ein Bild stellen. Über die Schultern der Wertungsrichter. Sechs befinden sich am Rand der Tanzfläche, sechs weitere oben auf der Tribüne. Und wie gesagt, jeder von ihnen hat in einem Wertungsbereich maximal 10 Punkte zu vergeben. Also Optimalergebnis, wenn eine Formation perfekt tanzt, wären 40 Punkte. Hat es aber noch nie gegeben. Wo wir gerade drüber sprachen, die Wertungsgebiete sind die technische Qualität, also die Technik des Tanzens.
man hier vor allem auf die Herren schaut. Wird da getanzt oder wird da mehr gegangen? Nur mal so als Tipp zum Hinschauen. Dann die Bewegung zur Musik. Wird wirklich der Tanz dargeboten, den die Musik gerade vorgibt? Dann geht es um die Team-Skills, also das Zusammenwirken als Mannschaft. Und es geht um die Ausführung der Choreografie. Also wird das, was ich mir ausgedacht habe zu zeigen, auch wirklich optimal umgesetzt. Einen dieser vier Teilbereiche bekommt man also als Wertungsrichter vorher zugelost. Und das Gute ist, wenn einer wirklich aus der Reihe tanzt und Partei nimmt in einem Bereich für eine Mannschaft, dann fällt das sofort auf und wirft natürlich kein gutes Licht auf ihn. Deshalb ist dieses Wertungssystem wirklich ein Fortschritt im Wertungssystem beim Formationstanz. Ordentliche Präsentation der Mannschaft aus Nürnberg. Für meinen Geschmack in Teilen etwas undynamisch und was mir aufgefallen ist, dass sie häufig sich aufgeteilt haben in zwei Viererbilder, die weit entfernt voneinander auf der Fläche waren. Das werden wir bei den gleich folgenden Formationen anders dargeboten bekommen, kann ich Sie schon mal darauf vorbereiten, damit man auch mal den Vergleich hat. Tja, ist das Strahlen von innen heraus oder mehr für die Wertungsrichter? Man kann nicht hineinschauen in Andrea Grabner. Ich denke, sie kann zufrieden sein, aber die Gefahr in Anführungszeichen ist groß, dass es zum fünften Mal der vierte Platz werden könnte für das Team aus Nürnberg. Denn ich persönlich habe die Göttinger eben stärker gesehen, aber wir warten mal auf das Wort der Wertungsrichter. Die vier Wertungsgebiete übrigens werden Sie gleich in der Grafik dann auch erkennen können. Bei der Bewertung technische Qualität wird abgekürzt TQ, Bewegung zur Musik. Da ist es MM, Team Skills TS und dann die Choreografie und Präsentation CP. Totalergebnis 29,53 Punkte, wie angenommen, also hinter den Göttingern, die dort hinten stehen in der Leaderbox, in der sogenannten neue Einrichtung, damit also die jeweils führende Mannschaft wirklich immer die Konkurrenz beobachten kann und damit wir auch ihre Ergebnisse oder ihre Emotionen einfangen können. Zum Beispiel die gleich des ersten TC Ludwigsburg.